Hier sind 24 Minecraft-Dinge gegen Langeweile. Nummer 1. Wenn ihr nicht wisst, was ihr in Minecraft noch so machen könnt, habe ich hier die Lösung für euch. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Piglin-Handelsfarm? Ähnlich wie bei Dorfbewohnern können wir mit Piglins handeln, indem wir ihnen einen Goldbarren zuwerfen. Mit dieser automatischen Farm können wir also nützliche Gegenstände von ihnen bekommen. Der schwierigste Teil ist es, den Piglin zu fangen. Sobald wir das geschafft haben, platzieren wir einfach den Spender, legen Gold hinein und setzen eine Druckplatte davor. Sobald wir die Redstone-Fackel platzieren, werden Goldbarren zum Piglin geworfen, der dann Gegenstände für uns in die Truhe droppt. Nummer 2. Sobald wir den Enderdrachen getötet haben, können wir ihn mit Enderkristallen wiederbeleben. Legt einfach 4 von ihnen am Endbrunnen hin und die Enderkristalle werden auf den Säulen wiederhergestellt und so der Enderdrache wieder erschaffen. Dadurch wird auch das Endtransitportal erzeugt. Wenn wir den Enderdrachen erschaffen haben, tötet ihn und entfernt die Enderkristalle auf den Säulen und wiederholt diesen Vorgang 20 Mal. Mit jedem Sieg wird ein neues Endtransitportal geschaffen. Wenn wir also den Enderdrachen 20 Mal töten, erhalten wir einen Kreis dieser Portale rundherum. Und das sieht ziemlich cool aus, oder? Nummer 3. Jetzt wird es wirklich verrückt. Habt ihr jemals versucht, ein Leuchtfeuer mit Netherite-Blöcken zu bauen? Nein? Kein Wunder, denn dieser Prozess dauert sicher eine halbe Ewigkeit. Denn für diese Blöcke müssen wir erst einmal antiken Schrott im Nether finden. Aber da das einer der seltensten Blöcke im Nether ist, wird es sehr schwierig sein, so viele Netherite-Blöcke herzustellen. Denn zuerst müssen wir diese Blöcke finden und in einem Ofen schmelzen, um die Netherite-Platten zu erhalten. Und dann brauchen wir noch Gold, um die Netherite-Platten und die Goldbarren in der Werkbank zu einem ganzen Netherite-Block zu craften. Es kann also eine ganze Weile dauern, bis wir ein Leuchtfeuer haben, das nur aus Netherite-Blöcken besteht. Naja, viel Spaß bei dieser Challenge. Leute, eine Sache, die ihr gegen Langeweile tun könnt, ist auf jeden Fall den Kanal zu abonnieren, denn dann bekommt dir jedes neue Video von uns angezeigt. Und wenn eine Sache gut gegen Langeweile ist, dann sind es sicher Bobby und Max Videos. Nummer 4. Für die nächste Konstruktion müssen wir die Seite des Endportals zerstören, indem wir einen großen Pilz wachsen lassen. Und schwupps, die Seite ist weg. Jetzt müssen wir diesen Redstone-Mechanismus bauen, der den Sand hin und her schiebt. Wozu das gut ist? Nun, wenn wir die Hebel betätigen, um den Mechanismus zu aktivieren, wird der Sand nicht nur bewegt, sondern auch gleichzeitig neu erschaffen. Denn auch wenn wir hier nur 3 Sandblöcke sehen, wird der Sand durch das Portal in das Ende geschoben und dabei dupliziert. Wie wir hier sehen können, wird der Sand immer wieder in die Trichter geworfen, sodass wir eine unendliche Sandquelle haben. Nummer 5. Wir bleiben im End und bauen uns ganz weit hinaus in die Leere, um dort unser Haus zu bauen. Denn hier können wir unsere eigene Raumstation bauen. Das muss nicht mal kompliziert sein und sieht direkt ziemlich gut aus, oder? Aber wenn das noch nicht reicht, können wir auch noch eine viel größere Raumstation im End bauen. Warum eigentlich nicht? Und wenn wir schon dabei sind, kann man auch noch diese Dinge in Minecraft bauen. Na, wer erkennt es? Schreibt's gerne mal unten in die Kommentare, aus welchem Film diese Bauwerke sind. Nummer 6. Wie wäre es mit noch einer automatischen Farm? Zuerst graben wir ein Loch in den Boden, stellen die Truhen auf und verbinden sie mit Trichtern. Darauf stellen wir die Komposter und darüber wieder Trichter. Nun legen wir die Antriebsschienen darauf und darauf die Trichterlore, die später die Gegenstände einsammelt. Direkt darüber setzen wir Sand. Jetzt bauen wir diese Konstruktion mit Blöcken ein und platzieren hier die Kolben und Beobachter, die wir mit Redstone verbinden. Und fast geschafft. Jetzt kommt noch Wasser in das Becken und unten Seetang hin. Sobald der Seetang hoch genug gewachsen ist, erkennt der Beobachter das und schiebt die Kolben nach vorne, die den Seetang zerstören und auf den Sand fallen lassen. Die Trichter ziehen den Seetang durch den Sand heraus und leiten ihn an die Komposter weiter. Sobald die Komposter voll sind, entsteht Knochenmehl, das in den Truhen gelagert wird. Ziemlich praktisch. Nummer 7. Natürlich erzeugte Bauwerke können auch für andere Dinge verwendet werden, zum Beispiel als Grundstock für unsere Basis. Denn der Wüstentempel kann auch in ein bewohnbares Haus umgewandelt werden. Oder wir können ihn in unserem Dorf genau nachbauen. Was hier wirklich lustig aussieht, weil der Wüstentempel in diesem Biom normalerweise gar nicht vorkommt. Wenn du also Zeit hast und nicht weißt, wie du dein Haus bauen sollst, dann bau doch natürlich generierte Bauwerke in der gleichen Form in deinem Dorf auf. Nummer 8. Neben den normalen Dorfbewohnern gibt es auch solche, die in den Dörfern der Savanne auftreten. Jeder Dorfbewohner in einem anderen Biom trägt eine andere Kleidung. Zum Beispiel die in der Wüste, in der Taiga oder in verschneiten Biomen. Oh, und dann noch die aus dem Dschungel oder dem Sumpf. Aber da sie noch keine Dörfer haben, wird es schwer sein, sie überhaupt zu finden. Sie sehen alle unterschiedlich aus, was wir für unseren nächsten Zeitvertreib nutzen können. Wir können es uns nämlich zur Aufgabe machen, alle Dorfbewohner aus den verschiedenen Biomen zu finden und sie in die Basis zu bringen. Ja, zugegeben, das wird ein bisschen schwierig, aber wenn man viel Zeit hat, warum nicht? Und irgendwie ist es cool, so vielseitige Dorfbewohner zu haben, oder? Nummer 9. Aquarien mit Fischen sind eigentlich
eigentlich Dinge, die wir schnell in unserer Welt bauen können, oder? Naja, nicht ganz, denn in Minecraft gibt es insgesamt 2700 Tropenfischvarianten. Die Herausforderung ist also, sammelt möglichst viele exotische Fische und bringt sie ins Aquarium. Mit einem Eimer Wasser ist das auch ganz einfach. Geht in den warmen Ozean und klickt sie mit dem Wassereimer an. So könnt ihr die Fische einsammeln. Denn obwohl sie in der Schnellzugriffsleiste alle wie Nemo aussehen, sind sie eigentlich andere Fische, wenn ihr sie dann wieder in eurem Aquarium ins Wasser setzt. Nummer 10. Wie wäre es mit einer riesigen Glaskuppel? Gut, warum ihr die bauen solltet, weiß ich auch nicht. Aber wenn ihr eine solche Kuppel baut, dann sieht sie aus der Ferne bestimmt wirklich cool aus. Weiter geht's mit der Nummer 11. Eine weitere Konstruktion, mit der wir unsere Welt aufpeppen können, ist diese hier. Sie kann nämlich Zuckerrohr ernten. Baut den Mechanismus genau so, um eine automatische Zuckerrohrfarm zu bauen. Sobald diese Konstruktion über das Feld fährt, sammelt sie alle Zuckerrohre ein, die gewachsen sind. Und so einfach ist es, eine Konstruktion zu bauen, mit der ihr nie wieder Zuckerrohr von Hand abbauen müsst. Nummer 12. Okay, wenn euch das noch nicht genug ist, gibt es hier noch eine weitere Möglichkeit, coole Häuser in Minecraft zu bekommen. Und das ist dieses einfach aussehende Haus. Das Besondere daran? Nun, dieses Haus können wir auch in den anderen Biomen in der gleichen Form bauen, aber nur mit den Rohstoffen, die in dem jeweiligen Gebiet verfügbar sind. Also in der Wüste gibt es das gleiche Haus, nur mit Sandstein und anderen Blöcken, die hier verfügbar sind. In verschneiten Biomen gibt es das Fichtenhaus, das die gleiche Form hat wie das im Eichenwald oder in der Wüste. Und in den Badlands gibt es ein Haus, das komplett aus Keramik besteht. Und zu guter Letzt gibt es noch das Haus im Dschungel, das komplett aus Tropenholz besteht. Wenn ihr also mal wieder nicht wisst, was ihr bauen sollt, probiert euer Haus doch mal in verschiedenen Biomen aus. Nummer 13. Mobs können nicht auf Stufen spawnen. Hier kann man das sehr schön sehen, denn überall, wo rote Linien zu sehen sind, können Mobs spawnen. Mit Stufen können wir so kontrollieren, wo die Mobs zuerst spawnen. Wenn wir nun die Nether-Festung mit Stufen auslegen, können wir eine Farm bauen, in der Mobs natürlich spawnen. Zum Beispiel diese Wither-Skelett-Farm. Sobald die Mobs spawnen, versuchen sie, den Piglin in der Mitte anzugreifen. Aber das klappt nicht. Stattdessen tappen sie in unsere Falle, wo wir sie nun sehr leicht töten können. Auf diese Weise können wir leicht eine Menge Wither-Skelett-Köpfe bekommen. Nummer 14. Für das nächste, was wir tun können, wenn uns gerade mal langweilig ist, müssen wir einen Hohlraum unter dem Endbrunnen im End graben. Genau so, dass wir einen 3-Block hohen Raum haben. Jetzt legen wir etwas Obsidian auf den Boden, um die Explosion zu dämpfen und platzieren den Seelensand für den Wither. Sobald wir alle 3 Köpfe auf der Vorderseite platziert haben, wird der erschaffene Wither in dem Grundgestein gefangen bleiben und er leidet permanenten Schaden, bis er stirbt. Wir können diesen Prozess beschleunigen, indem wir nachhelfen. Jetzt haben wir eine kleine Wither-Farm gebaut, um viele Nethersteine für unsere Leuchtfeuer zu bekommen. Warum wir so viele Leuchtfeuer brauchen? Na, ich weiß es nicht, aber hey, diese kleine Farm ist dafür auf jeden Fall gut geeignet. Nummer 15. Wusstet ihr, dass man im Survival-Modus eine Farm bauen kann, die unendlich viele Dorfbewohner und Lebensmittel gleichzeitig produziert? Nein? Nun, ihr seht die Farm gerade. Mit dieser Konstruktion hier ist es möglich. Sobald sich die Dorfbewohner vermehren, was allerdings einige Zeit dauern kann, wird das Kind im Wasser spawnen und an das Ende des Wassers gespült. Sobald es groß genug ist, wird der Dorfbewohner in das nächste Becken geschwemmt und tada! Diese Farm liefert nun immer wieder neue Dorfbewohner und gleichzeitig Karotten, die wir als Nahrung verwenden können. Nummer 16. Ein weiterer Zeitvertreib ist auch das Sliden auf einer Bahn aus Eis. Einfach eine solche Rennbahn aus Eis bauen, ein Boot aufstellen und hineingehen. Nun kann man auf dem Eis ein Rennen fahren. Das macht nicht nur viel Spaß, sondern ist auch gar nicht so einfach. Alleine macht es natürlich nicht so viel Spaß und auch die Dorfbewohner scheinen ein bisschen planlos in den Booten zu warten. Also ist es besser, wenn ihr eure Freunde auf den Server holt und gemeinsam ein Rennen startet. Nummer 17. Als nächstes platzieren wir die Schienen genau in diesem Muster, was ziemlich zeitaufwendig ist, aber es lohnt sich, vertraut mir. Danach platzieren wir die Kolben auf beiden Seiten genau so, daneben kommen Blöcke und zu guter Letzt die Redstone-Verstärker, die wir mit einem Knopf verbinden. Und das war's, jetzt müssen wir nur noch in die Lore gehen und losfahren. Schaut mal, wie schnell wir über die Schienen fahren. Verrückt, oder? Aber es ist gar nicht so einfach, diese Schienenkonstruktion zu bauen, denn wenn wir einen Fehler machen, müssen wir alles zerstören und nochmal von vorne anfangen. Nummer 18. Eine weitere Möglichkeit, eure Langeweile in Minecraft zu vertreiben, wäre es, mit Freunden auf Schatzsuche zu gehen. Versteckt einfach einen Schatz und baut ein großes Kreuz über ihm. Klickt mit der Karte auf den Boden und das Kreuz zum Schatz wird auf der Karte angezeigt. Sperrt die Karte im Kartentisch und entfernt das Kreuz wieder. Jetzt weiß niemand mehr, wo der Schatz vergraben ist. Das Einzige, was auf der Karte zu sehen ist, ist das Kreuz, das die ungefähre Lage des Schatzes anzeigt. Wenn wir uns nun auf die Suche nach dem Kreuz machen, müssen wir trotzdem alles umgraben, um den Schatz zu finden. Nummer 19. Wenn uns die
Häuser auf dem Boden nicht ausreichen, können wir sie auch in der Luft auf fliegenden Inseln bauen. Das sieht nicht nur richtig schön aus, sondern hält auch potenzielle Feinde besser fern. Hier oben können wir es uns dann richtig gemütlich machen, ohne von irgendjemandem gestört zu werden. Nummer 20. Was ebenfalls gegen Langeweile hilft, ist es, ans Ende der Welt zu fliegen. Und ja, eine Minecraft-Welt hat tatsächlich ein Ende. Um es zu erreichen, benutzt man Elytren und Feuerwerksraketen und fliegt immer geradeaus in eine Himmelsrichtung. Die Welt endet bei ca. 30 Millionen Blöcke. Das ist nämlich die Weltgrenze und der Rand der Minecraft-Welt. Zugegeben, bis man diesen Rand erreicht hat, dauert es einige Zeit und der Rückweg wird auch nicht einfach sein. Aber wenn euch diese Weltborder immer noch zu langweilig ist, könnt ihr zu den Beta-Versionen von Minecraft wechseln. Vor der Beta 1.8 gab es noch die fernen Länder. Hier gibt es diese zerklüfteten Gebiete und die Welt ist komplett kaputt. Da man damals noch nicht sprinten konnte, dauerte es auch wirklich sehr, sehr lange, bis man endlich diese fernen Länder erreicht. Nummer 21. Habt ihr schon einmal Minecraft im Hardcore-Modus gespielt? Wenn nicht, solltet ihr das unbedingt mal ausprobieren. Hier ist es nämlich etwas schwieriger, lange zu überleben, weil man nicht wiederbelebt werden kann, wenn man stirbt. Es gibt aber auch andere Spielmodi, wie den verfluchten Spielmodus oder Cursed Mode. Hier sind einige Dinge seltsam und hier bekommt man mehr Fallschaden als sonst. Eigentlich neutrale Mobs greifen einen an, außerdem verursachen Mobs wie Skelette mehr Schaden und Rückstoß und sind schwieriger zu töten. Auch sehr cool ist zum Beispiel der Baby-Mod. Hier können wir sofort von Hand Holz abbauen, Tiere, die wir töten, respawnen immer wieder und wir erhalten andere nützliche Gegenstände aus abgebauten Steinen. Ach ja, und nachts sterben alle sonst aggressiven Mobs sofort, sobald wir sie sehen oder laufen weg. Ach, und sie schreiben Nope in den Chat, bevor sie sterben. Lol. Nummer 23. Oh, was passiert hier? Wir fallen in den Himmel. Das ist der Mob Up and Down and All Around, mit dem wir die Schwerkraft der Minecraft-Welt verändern können. Mit diesen Ankern können wir nicht nur in die Luft fallen, sondern uns auch permanent seitwärts bewegen. Nun ist die Welt plötzlich ganz anders und anfangs viel schwieriger zu spielen. Und übrigens funktioniert das auch mit allen anderen Richtungen. Wenn ihr also wirklich auf eine verrückte Art und Weise spielen wollt, ist diese Mod hier perfekt. Hier gibt es auch noch viele andere Möglichkeiten, die ihr ausprobieren könnt. Nummer 24. Mit der No Cubes Mod gibt es keine quadratischen Blöcke mehr, denn die Grasblöcke und Stämme sind hier alle abgerundet. Na, das ist doch mal was Neues. Auch die Bäume sind abgerundet und sehen realistischer aus. Das gilt auch für die Flussbetten. Und auch in den Höhlen ist dieser Effekt noch deutlicher zu sehen, denn die sehen jetzt so aus. Und wenn wir farmen, sehen die Gänge viel runder aus als normal. Also eine ziemlich coole Mod, mit der wir unser Spielerlebnis komplett verändern können. Aber hey, es gibt ja noch viel, viel mehr Mods. Also schreibt gerne mal eure Lieblingsmods in die Kommentare und gebt den anderen auch ein Like bei den Mods, die ihr auch cool findet. So können wir eine kleine Liste in den Kommentaren anlegen über die coolsten Mods, die es in Minecraft gibt.